Konrad sitzt an der Elbe im Hamburger Hafen, rauchend, ein Glas Bier in der Hand. Ein Schiff mit wahnsinnig vielen Containern schleicht, als ob es nicht bemerkt werden will, an ihm vorbei. 16! Scheiße, warum meldest du dich nicht? Die Zigarette glüht zwischen Zeige und Mittelfinger. Oh Himmel, Herrgott, selbst die verdammten Zigaretten sind heute gegen. Willst du meine Freundin sein? Könnte ich jetzt tatsächlich gut gebrauchen. Die sagt nichts. Die sagt nie was. Ich glaube, die kann gar nicht sprechen. Hallo, hier ist jemand, der fast nicht mehr an dich glaubt. Er stellt das Glas zur Seite, entfernt die Tastensperre bei seinem Handy und schaut sich die Fotos an, die er in den letzten 5 Stunden geschossen hat. Naja, immerhin besser, als irgendwelche Gläser von innen zu fotografieren und sich dann später einzureden, das wären künstlerisch wertvolle Fotos. Er hat sich auf gesichtslose Menschen konzentriert. Bei gesichtslosen Menschen, da sehen die Augen so ein bisschen so aus wie von innen fotografierte Gläser. Leer. Vielleicht sind ja in diesen Containern auf dem Schiff, vielleicht sind ja ganz viele Fotos von innen fotografierten Gläsern. Und die werden dann irgendwie nach Amerika geschickt und dort teuer verkauft als Radkappenverzierung für irgendwelche Bonzenschlitten oder so. Ne? Er guckt sich sein Bierglas an, überlegt 2 Sekunden, nimmt das Glas und trinkt es aus. Na gut, wie so eine Radkappe sieht's. Na, ein bisschen vielleicht, aber ehrlich gesagt nicht so aus. Oder was meinst du? Konrad schaut in den Himmel. Hey, ist Vollmond. Krass, wenn ich recht überlege, dann sieht der Vollmond so ein bisschen aus wie... Na, vielleicht noch nicht. Boah, das Rauchen, das bringt mich echt nochmal um. Mit 13 habe ich das erste Mal eine Zigarette geraucht, das war eine Camel. Ja, fand ich cool. Also den Namen. Ich habe nie wieder Camel geraucht, werde ich auch nicht. Ich habe gehört, die werden von Scientology... Er guckt sich die Gesichter auf seinem Handy an und stellt sich vor, wie diese Menschen eine Camel rauchen. Mit welchem Genuss sich die Menschen das Gehirn aus der Mütze blasen. Ich hätte gern einen Freund. Er ist ja so eine Art Engel irgendwie. Einer, der so ein bisschen auf mich aufpasst. Ist ja einer, der mir einen Filter gibt, wenn ich keinen mehr habe oder... 1 Euro für einen Einkaufswagen, wenn ich bei Rewe stehe und nochmal zurück zum Auto will. Oder einer, der mich ab und zu daran erinnert, dass ich einfach cool bin. Oder also nicht cool, also eine geile Sau halt. Einer, der meine Beine bewegt, wenn ich so tanze. Weißt du, also wenn ich tanze, aber noch besser tanzen will als der Typ mit der Kappe, der immer so cool tanzt. Ist er eigentlich einfach ein, der mich versteht? Verstehst du? Dann klettert er auf die Leiter und dann rutscht die aber und fällt um. Der Bruno. Bruno hängt schon an dem Bild. Ja, der muss sich festhalten an dem Bild. Nein, Bruno, fall nicht runter! Bruno, halt dich fest! Halt dich fest, Bruno! Halt dich fest, Bruno!